Wir fahren weiter mit Andreas Kellerhals, Direktor des Schweizerischen Bundesarchives. Er hat an der Open Knowledge Conference in Genf vor den 1000 Leuten eine Rede gehalten, die seither immer und immer wieder zitiert worden ist. Ja, also ich bin froh, hier zu sein. Ich freue mich, Ihnen einige Überlegungen aus unserer Sicht des Bundes darlegen zu können. Das Thema oder meine Präsentation ist zweigeteilt, etwas zu den offenen Daten, etwas zu den offenen Köpfen. Angesichts des offensichtlich strengen Zeitregimes werde ich gleich zur Sache kommen. Ich muss noch sagen, ich mache das ja im Namen des Bundesarchivs, aber auch von e-Government. Dort liegt ja die Projektverantwortung noch im Moment, also in beiden Namen, aber auf meine eigene Verantwortung. Das heutige OGD-Projekt hat zwei Wurzeln, eine politische in den verschiedenen parlamentarischen Vorstößen und eine praktische im klaren Willen von ursprünglich vier Bundesstellen etwas Konkretes zu realisieren. Gleichzeitig mit der positiven Beantwortung des Postulats Wasserfallen ist auch vor rund einem Jahr die Pilotanwendung OGD at Bund in Betrieb genommen worden. Sie kennen das. Seit 2013 sind der politische und der pragmatische Strang als ein priorisiertes Vorhaben des E-Government zusammengefasst und es gibt eine offizielle Strategie des Bundesrats. Die Realisierung erfordert nun nicht zu unterschätzenden Aufwand. Ich will exemplarisch nur auf die Metadatenfrage und die Realisierung des definitiven Portals eingehen. Die Metadatenkoordination für eine Minimalbeschreibung unterschiedlichster Daten in einem einheitlichen Katalog ist eine wichtige Voraussetzung, die jetzt geschaffen wird. Und wenn ich sage für unterschiedlichste Daten, dann nicht nur für die, die wir schon kennen, sondern auch für die, die auf diesem Portal noch geöffnet werden sollen. Die Realisierung des, ich sage in Anführungszeichen, definitiven Portals ihrerseits erfolgt nach den Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens, was etwas Geduld verlangt. Speziell in diesem öffentlich gut beobachteten Feld. Die Projektorganisation ist klar, sehr partizipativ und breit. Ebenso der Zeitplan. Mitte 2015 sollte das nationale OGD-Portal realisiert sein. Wir gehen davon aus, dass wir die Ausschreibung noch in diesem Jahr starten können und somit also in einem Jahr etwas Neues präsentieren können. Weitere Auskünfte bekommen Sie im Stand in der Halle, gleich da neben der Tür. Und dort finden Sie auch den neuen Flyer, in dem das Wesentliche knapp zusammengefasst ist. So viel zum Open Government Data Portal und dessen Zukunft, so viel zu den Daten. Und nun zu dem, was ich mit der Frage nach den offenen Köpfen meine. Das heißt, weg von den Fragen des Angebots hin zu den Fragen unseres Umgangs damit. Lassen Sie mich einmal aus der Konferenzbeschreibung der Organisatoren zitieren. Das heißt dort so schön, und doch, die Schweiz hat ein Transparenzproblem. Und ich greife jetzt doch schon das Thema Transparenz auf. Sie schöpft ihr Potenzial längst nicht aus, um durch mehr Transparenz besser und nachvollziehbarer zu entscheiden, klarer zu informieren und aus ihren Daten mehr Wert zu schaffen. Ich möchte daraus drei Aspekte herausgreifen: die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, die Klarheit von Informationen und dann eben am Schluss die Transparenz in einem weiteren Sinne. Beginnen wir mit den nachvollziehbaren Entscheidungen. Offene Daten machen bestenfalls einen Teil von Entscheidungsgrundlagen transparent, aber nicht die eigentlich darauf aufbauenden, daran anknüpfenden politischen, rechtlichen und anderen Überlegungen nachvollziehbar. Entscheidungen sind nicht einfach sachzwanghafte Ableitungen aus datenmäßig beschreibbaren Sachverhalten. Zum Thema Klarheit, Klarheit der Information. Klarheit zu definieren, scheint mir ein schwieriges Unterfangen. Sicher, Behördendaten haben hohe Anforderungen an Verlässlichkeit zu erfüllen, aber komplexe Verhältnisse
spiegeln sich nicht einfach in einfach verständlichen Daten. Komplexitätsreduktion ist notwendig, Komplexitätsleugnung aber hilft nicht weiter. Gerade grafische Umsetzungen simulieren oft eine Art Subito-Evidenz. Ein Blick, alles klar. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ist das wirklich so? Sagt ein Bild auch das Richtige? Bleibt ein Bild nicht einfach ein Bild? Oder anders gefragt, wie kommen die Bilder zustande? Eine visualisierte, statistische Korrelation wird nicht einfach zu einer richtigen Erklärung. Debatten entstehen nicht oder nicht nur wegen unterschiedlicher Daten, sondern vielmehr wegen den diesen zugrunde liegenden unterschiedlichen Wirkungsmodellen, divergierenden Maßstäben und Messskalen, kurz definitorischen Voraussetzungen, wie sich beispielsweise bei den Arbeitslosenzahlen zeigt. Verschiedene Bundesstellen fassen Arbeitslosigkeit anders auf und kommen folglich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Damit wird die Realität aber nicht besser oder schlechter, als sie eben ist. Eine Chance für sinnvolle Kommunikation und weiterführende Diskussion besteht nur, wenn wir uns die Mühe machen, das Zustandekommen der Daten mit zu reflektieren. Neben der Öffnung der Daten ist deshalb wichtig, wie im Beispiel von OpenDataAdmin.ch gezeigt, dass der Kontext der Datenerhebung verständlich und die Datenquellen transparent gemacht werden. Erst damit werden alle zu informationeller Autonomie befähigt, welche sich mit diesen Daten beschäftigen. Das ist auch die Voraussetzung, dass sich ausgehend von offenen Daten Information zur Kommunikation und letztlich zu einer Debatte entwickelt. Und solche Debatten sind ein Teil des Traums, dass der Weg von Befehl und Gehorsam im Internet zum viel zitierten herrschaftsfreien Diskurs geebnet werden kann. Da liegt das utopische Potenzial des Internets, der IKT, wie das Hans Magnus Enzensberger schon vor Jahren beschrieben hat. Alles andere ist Bevormundung unter neuen Vorzeichen und es wird wenig emanzipatorisch, wenn nur alte durch neue Experten ersetzt werden. Das verlangt allerdings auch Anstrengung bei den Nutzern zur Erlangung sogenannter Informationskompetenz, denn auf Augenhöhe debattieren können bloß, wie es so schön heißt, online wildernde Bürgerinnen und Bürger nicht. Bleibt mir das Stichwort Transparenz. Der Ruf nach mehr oder wirklicher Transparenz, die Klage wegen fehlender Transparenz sind weit verbreitet. Transparenz bezieht sich aber nicht nur auf die Daten oder weitere staatliche Informationen. Diese Transparenzforderung gilt meines Erachtens auch für die Anwendungen, die auf solchen Daten aufbauen. Auch diese Perspektive muss klar verständlich dargestellt werden. Bleiben wir aber bei den Behördendaten. Transparenz betreffender Daten und Transparenz betreffender darauf aufbauenden Entscheidungen werden oft vermengt, sollten aber klar unterschieden werden. Und wenn ich für diese Unterscheidung plädiere, dann ganz im Einklang mit dem neuen Entwurf der Menschenrechtscharta für das Internet, welche auch anerkennt, explizit, dass die Informations- und Meinungsäußerungsfreiheit ihre Grenzen hat an den nationalen Rechtsordnungen und dies nicht allein zum Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeit, sondern explizit auch zum Schutz staatlicher Geheimnisse, sofern das auch legitime Geheimnisse sind. Zum Schluss möchte ich zwei weitere Punkte aus der aktuellen kritischen Auseinandersetzung mit dem Mantra Transparenz ansprechen. Der Wunsch nach totaler Transparenz hat bereits die Reaktion oder die Warnung vor dem Terror der Transparenz provoziert. Transparenz fördere nicht Vertrauen, sondern sei vielmehr Ausdruck fehlenden Vertrauens, so der Philosoph Byung-Chul Han, wenn ich das richtig aussprechen kann. Die Frage ist also, wie wir es mit dem Vertrauen halten und wie viel Transparenz wir wirklich brauchen, beziehungsweise wie viel Transparenz wir auch vertragen, wenn wir, etwa sich und Freud folgend, doch wissen, dass wir uns selbst nicht transparent sind. Transparenz hat aber nicht nur mit fehlendem Vertrauen zu tun, sondern auch mit Allmachtsfantasien. Zum Transparenzterror gesellt sich der Transparenzwahn.
so Manfred Schneider. Wo Publikation allein schon Transparenz schafft und zur Verbesserung der Welt beiträgt, darf in Frage gestellt werden. Wir wollen nicht einfach durch etwas hindurchsehen. Ziel bleibt doch das Begreifen und die aktive Auseinandersetzung mit etwas. Zum Schluss, kurze Rede, gedrängter Sinn. Wir haben ein Angebot, das ausbaufähig ist und ausgebaut werden wird, sobald wir die beschaffungsrechtliche Zwangspause mit rechtskonformer Ausschreibung beenden können. 2015 würden wir gerne mit neuer Adresse das neue Portal vorstellen. Wir arbeiten, und grün ist die Hoffnung, das haben Sie ja sicher bemerkt. Wir arbeiten an der Erweiterung des Datenangebots, an interessanten und integrierbaren Daten fehlt es nicht. Wir wollen Transparenz nicht immer nur in Zukunftsform beschreiben, aber wir plädieren dafür, auch gewisse legitime Grenzen zu respektieren. Wir freuen uns über alle transparent funktionierenden Anwendungen und hoffen auch hier auf zusätzliche, sei es intelligente Unterstützung im Alltag oder aufklärende Visualisierungen komplexer Phänomene, welche politische Debatten nähren. Förderung der Demokratie und der innovativen Wirtschaft können sich dabei bestens ergänzen. Ziel in unserer Perspektive ist es, Bürgerinnen und Bürger als ebenbürtige Partner des Staates zu stärken und die Schweiz auch als politisches Projekt zu fördern. Wir haben also nichts gegen Transparenz, im Gegenteil, wir möchten dazu beitragen, aber plädieren einfach für klare Abgrenzungen, was wir unter dem Titel Open Government Data beschreiben und erfassen können und was auch darüber hinausgeht. Und jetzt danke ich Ihnen fürs Zuhören, fürs schnelle Zuhören. Ich habe mich beeilt, damit Sie hier im Programm keine Verzögerung erleiden. Danke vielmals. Herr Kellerhals, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich finde das, wie Sie uns jeweils helfen mit der philosophischen Kontextualisierung, finde ich extrem hilfreich. Und auch kurze Rede getrennter Sinn muss ich mir auf jeden Fall merken. Wir haben ja gesagt, wir nehmen Fragen aus dem Publikum über den Kanal Twitter, über den Hashtag OpenDataCH entgegen und Sie haben auch schon Fragen gestellt. Und wir wechseln ein wenig die Flughöhe, aber ich muss Ihnen die Fragen ja stellen. Und zwar haben wir über Twitter die Frage erhalten, was sind denn die Pläne des Bundes hinsichtlich der Lizenzen, unter denen die Daten veröffentlicht werden? Können Sie uns dazu etwas sagen? Oder ist es vielleicht ein wenig früh? Nein, es ist eine ja nicht ganz neue Frage. Wir haben das auch bei der Evaluation des Pilotportals immer wieder gehört. Wir haben keine Lizenzen, sondern wir verweisen immer auf Rechtstexte. Ich sage es mal ganz pragmatisch, so wie wir das Portal auch aufgebaut haben, wir haben einfach mal uns zusammengeschlossen und unsere Daten vereint und in diesem Portal zugänglich gemacht. Und man kann jetzt viele Juristen beschäftigen. Unsere Erfahrung ist, die einen sagen uns, der Staat kann nicht mit Lizenzen handeln, der muss nach Gesetzen handeln. Der andere sagt, nein, der Staat kann auch nach Lizenzen handeln. Wir können das lange abklären. Wenn wir auf die Antwort warten, dann werden wir das Portal wahrscheinlich 2017 oder 2018 eröffnen und das scheint mir nicht der Punkt zu sein. Wenn ich eher jetzt nicht als offizielle, sondern etwas als persönliche Bemerkung sagen kann, wenn ich sehe, wie mit Lizenzen, mit Geschäftsbedingungen umgegangen wird im Internet, dann ist doch einfach das Vorgehen, akzeptieren und weiter, wer liest diese seitenlangen Geschäftsbedingungen aus, wer druckt sie aus und prüft das, was er eigentlich eingeht. Das ist das praktische Verhalten. Ich denke, wichtig ist, dass man auf der Open Data Admin CH Seite weiß, diese Daten darf ich frei brauchen, ich muss die Quelle angeben, ich darf sie frei brauchen, ich darf auch etwas Wirtschaftliches damit machen, ohne in eine rechtliche Falle zu treten, unabhängig davon, ob das jetzt eine Lizenz oder ein Gesetz ist, das dieses Recht schafft. Ich denke, das ist mir
im Moment wichtiger. Aber wir werden an der Frage arbeiten und sicher eine sehr elaborierte Antwort auch darauf finden. Herzlichen Dank noch einmal, Herr Kellerhals. Ich sehe, Sie sind auch ein Pragmatiker. Es freut mich sehr, dass Sie das so sehen. Herzlichen Dank.